was kann man sich von dieser zweiten Spielhälfte noch erwarten? 0-5, Sie sind ein routinierter Spieler, Sie haben schon viele internationale Spiele gehabt. Was ist da noch drinnen? Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Wir haben tatsächlich geglaubt, wir fahren dort hin und können die Partie gewinnen. So sind wir auch hingefahren. Dieses geflügelte Wort, das der Toni da kreiert hat, das hat es vorher nicht gegeben. Und der Herr Wasker wollte nach dem 6-0 zum Erich Obermeier was sagen und beugt sich so rüber zu ihm, nur der war nicht mehr da. Was dann abgegangen ist, ist eigentlich wie ein Film. Es war ein rabenschwarzer Tag für den österreichischen Fußball, der allerdings dank dieser beiden Herrschaften auch eine gewisse kultige Note verliehen bekommen hat. Das 0-9 Österreichs in Spanien jährt sich zum 20. Mal und in der Halbzeit haben die beiden Herren ein Stück Sport- und Mediengeschichte geschrieben. Und genau darüber wollen wir jetzt ein bisschen plaudern. Ich freue mich sehr und darf begrüßen Austria Wien und ÖFB-Legende Toni Pfeffer. Servus. Und ich glaube, inzwischen darf man auch schon Legende sagen. Oder? Nein, also nicht Legende auf das Alter, nicht, aber auf den Status bezogen. Nein, Legende nicht. ORF-Reporter, Kommentator, Moderator Andi Felber. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es geht natürlich um das legendäre Pausen-Interview. Wir werden es uns gleich gemeinsam anschauen, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen und alle am gleichen Stand sind. Vielleicht vorab, Toni, wie viel Tantiemen muss der Andi dir immer noch überweisen, weil du ihn mit deiner Aussage zum YouTube-Star gemacht hast? Na, ausgegangen ist von ihm, weil er hat ja die Frage gestellt. Es sei dort so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich das gewusst hätte, was für Wellen das ganze Interview geschlagen hat oder schlägt, dann hätte ich mir wahrscheinlich das irgendwo patentieren lassen. Aber in dem Fall ist es ein Stück von mir und ich nehme es einmal gleich vorweg. Ich bin nicht heiß, wenn mich bei anderen drauf, weil es ist einfach. Es gehört zu mir dazu. Und es ist egal, auf was für einem Fußballplatz in Österreich, wenn es irgendwo in der Pause 0-5 steht, irgendeiner sagt, na hoch werden sie es nicht mehr gewinnen. Und somit lebt diese Partie auch weiter damit. Wie ist es dir ergangen, Andi, damals, unmittelbar nachdem du die Antwort gehört hast, hast du gewusst, Moment, was hat denn der Bursche jetzt eigentlich gesagt, oder warst du auch in einem Flow drinnen? Und nein, überhaupt nicht in einem Flow, wenn wir uns dann das dann gemeinsam anschauen, es war eine völlig normale Frage eigentlich, natürlich auch wir als Reporter, um Gottes Willen, wir sind da 0-5 hinten, natürlich lebt man auch mit, und der Toni war immer ein ganz toller Interviewpartner, weil der war immer da, war immer pünktlich, wenn man sich mit ihm was ausgemacht hat, immer sehr straight, und es war eine straighte Frage und ich habe gewusst, der ist ein alter Haus, der ist routiniert, der hat schon unheimlich viel erlebt und Toni Pfeffer, Sie sind ein routinierter, erfahrener Spieler, was ist da jetzt noch möglich und meine Erwartungshaltung oder was... Hast du das interessanterweise noch wort- und detailgetreu abgespeichert, die Frage? Die weiß ich wirklich. Vielleicht können wir das nachstellen, dann brauchen wir es gar nicht einspielen. Und dann war es so, man hat ja als Reporter auch immer... Was wird der jetzt in etwa antworten? Oder man stellt eine Frage und denkt sich so, daraufhin möchte ich raus. Ja? Und immer dachte, ich würde sagen, okay, wir werden jetzt defensiv spielen oder ich bin gespannt, was der Trainer sagt in der Pause. Und dann sagt er, ohne ein Wimperzucken nach oben, werden wir es nicht mehr. Und wenn wir uns das dann anschauen, ganz kurz geht mein Mundwinkel hinauf, ja? Und dann gehen wir dann normal wieder weiter. Aber diese Tragweite, dieses geflügelte Wort, das der Toni da kreiert hat, das hat es vorher nicht gegeben. Und jetzt, wie er richtig sagt, na Hochgewinner werden wir es nicht mehr. Das ist allgemein gut und viele der Zuseher wissen vielleicht gar nicht, dass das eigentlich von ihm ist. Ja? Genau, also das, wie gesagt, das wäre eine Kultmarke inzwischen. Wie bei dir der Mundwinkel in die Höhe gegangen ist, ist bei mir der Mundwinkel nach unten gegangen. Beide. Ich muss dazu sagen, es war natürlich so ausgemacht, er hat mich vor dem Spiel gefragt, kommst du zu einem Flash-Interview in der Pause? Und ich natürlich nichts ahnend zugesagt. Nach 5 Minuten vor der Pause, denke ich mir, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich dem das zugesagt. Ein Mann, ein Wort, ich stehe zu dem, also bin ich dann dort hingegangen. Aber normale Frage, es ist deine Version. Ich habe es halt nicht als normal empfunden, okay, weil natürlich, ja. Ich war brennheiß und wir waren 5 nach hinten nach. Und wenn du dann eine Frage gestellt bekommst, wo es eigentlich wo alles schon beim Teufel ist, dass mir selber dann so eine Sage rausgekommen ist, ich war selber dann überrascht. Weil ob der Schlagfertigkeit, wenn man gedacht hat, was soll denn da einfallen dazu? Okay, ich glaube, jetzt müssen wir es wirklich tatsächlich einspielen und gemeinsam anschauen. Wir schauen, dass ich das wirklich zum Laufen bringe, damit auch Sie am letzten Stand sind. Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Aber das inkriminierte Stück sozusagen ist das folgende. Bitteschön,
Kommentieren gerne erlaubt. Und jetzt gibt es die ersten Interviews. Andreas Felber, genau, der Kommentator damals. Ja, Herr Pfeffer, wie ist das zu erklären, dass man in der ersten Halbzeit so unter die Räder gekommen ist? Ja, ich kann es nur so erklären, dass wir zu weit weg waren vom Mann generell. Natürlich auch wir hinten, ist keine Frage. Sie haben ein leichtes Spiel gehabt und so geht es 15:0 eigentlich auch in Ordnung. Im Vorfeld dieses Spiels wurde immer wieder gesagt, man muss die Flügelzange neutralisieren. Warum ist das nicht passiert? Ja, warum? Da jetzt zwei Minuten nach Abpfiff das zu analysieren, ist sehr schwierig. Aber da müssen wir uns was einfallen und wir müssen auch hinten wirklich näher dran sein am Mann, weil sonst wird es wirklich ein schlimmes Debakel. Was kann man sich von dieser zweiten Spielhälfte noch erwarten? 0:5, Sie sind ein routinierter Spieler, Sie haben schon viele internationale Spiele gehabt. Was ist da noch drinnen? Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und jetzt ist einmal ja, so, dass wir wirklich gut, das ja. Team machen müssen und den nicht zum Spiel lassen kommen. Weil ich glaube, jetzt auf Teufel kommen rauszuspielen, dazu ist es zu spät. Und Pfeffer, danke, dass Sie sofort zu uns gekommen sind und in Kürze geht es weiter im Studio mit Hans Huber. Also man muss nur sicherheitshalber erklären, zwischen dieser Szene und diesem Bild liegen tatsächlich 20 Jahre. Das ist ja auch kaum zu glauben. Wer hat sich rein optisch besser entwickelt, wenn ihr einander analysiert? Ja, beide gleich gut. Von Entwicklung möchte ich da nicht sprechen. Das ist ein Verfall. Nein, also ich muss sagen, nein, der Typ ist perfekt benannt, wenn man sich den anschaut. Modellathlet. Ja. Im Quant. Ja. Absolut. Und ein bisschen was muss man tun. Ist auch kaum Schütterer geworden, oder? Das, also ich habe vor kurzem habe ich bei Sky. Ja? Ich ja kein Problem. Sagen, ja, er muss das ausmelden. Haben sie von hinten so reingefilmt, ne? Da habe ich schon ein bisschen ein Wurschtblau. Also es ist. Sie sind weniger geworden, aber es ist halt so und aus fertig. So muss man stehen. Hast du eigentlich vor dem Spiel dich schon dazu entschieden, den Toni zu interviewen? Es hätte ja auch einen Günther Neukirchner in der Startformation gegeben. Der wäre vielleicht auch für eine interessante Antwort zu haben gewesen. Ja, aber der Toni war, ich würde nicht sagen, eine besondere Affinität. Wir haben auch vor der WM 1998, auf das möchte ich auch zu sprechen kommen. Wir haben, Österreich hat sich qualifiziert und wir haben eine Serie gemacht im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft, die wir immer in unseren Fußballsendungen gespielt haben. Die hat geheißen Team in Team. Ja, also Team Backstage. Und damals war es ja wirklich noch möglich, mit den Sportlern sich etwas auszumachen, privat etwas auszumachen, auf Dreh zu gehen und nicht nur, wo man sagt, okay, eine halbe Stunde hat der Sportler jetzt Zeit und dann muss er schnell alles abtun, sondern hat sich Zeit genommen. Auch der Sportler hat sich Zeit genommen und ich durfte mit dem Toni bei ihm daheim Jahrgang gehen. Ja? Also wir haben nicht wirklich geschossen, aber wir sind auf Biersch gegangen, er hat mir seine Plätze gezeigt, wo er hingeht und dadurch hat sich vielleicht auch ein bisschen ein Naheverhältnis entwickelt. Haben wir schon beim heiklen Thema Verhaberung im Sport schon? Nein, keine Freundschaft und dann nicht irgendwie verhabert sein, aber einfach eine gewisse Basis, ja, wie man zusammenarbeitet. Ja? Und wie gesagt, was ich vorher erwähnt habe, ich wusste, der Toni, wenn der sagt, er sagt zu, dann kommt er auch und dann steht er zu seinem Wort. Vielleicht war es auch ein bisschen der Hintergedanke, na gut, in Spanien, auswärts in Valencia, da einen Offensivspieler zu nehmen, fix vorher. Er hat schon eine Vorahnung gehabt. Und hat gewusst, dass da Heu gibt. Österreich ist ja durchaus mit Erwartungen damals nach Valencia gefahren. Zwei Siege hat man im Gepäck gehabt, sozusagen. Man war Tabellenführer und Spanien hat sogar eine Niederlage auf Zypern, wenn ich richtig informiert bin, zu verdauen gehabt. Wie war es damals um euer Selbstbewusstsein vor dieser Partie bestellt? Das kann man sich ja nicht vorstellen. Wir haben auf Zypern 3:0 gewonnen und Spanien hat dort 3:2 verloren. Schlussfolgerung, nicht nur von uns selbst, sondern wahrscheinlich Medien, auch von den wieder Journalisten. Die Medien haben gesagt, ja, was sollen uns jetzt bitte die Spanier da tun? Wir sind da jetzt Favorit. Wir haben tatsächlich geglaubt, wir fahren dort hin und können die Partie gewinnen. So sind wir auch hingefahren. Mit dem Badetaschel unter den Arm, gemütlich, so wie wenn wir auf Holiday gefahren wären. Ja? Und dort war es natürlich dann, und die Spanier haben genau gewusst, da fahren wir heute drüber, ganz egal wie, weil wir müssen ein bisschen auf das Torverhältnis schauen. Und das war noch eine Viertelstunde, glaube ich, schon 3:0 gestanden, oder? Weil das Thema Erwartungshaltung war. Wie ist es tatsächlich damals um die Medienszene bestellt gewesen? Wie sehr habt ihr das Team gepusht und mit welchen Erwartungen ist der ORF damals angereist? Ganz Österreich, der ORF, also wir haben das übertragen dort, wir haben das Signal übernommen, waren auch mit eigener Technik vor Ort. Und du bist positiv. Nicht jetzt, ich glaube, euphorisch waren wir nicht. Wir scheren sie jetzt ein oder wir gewinnen gegen Spanien. Aber ein Punkt war da durchaus denkbar, dass man die sogar ärgern kann. Also mit so einem Tragel hat eigentlich niemand gerechnet. Aber vor allem nach dem doch souveränen, ich glaube, was war es, 3:0 auf Zypern und 4:1 in San Marino. Wobei dieses 4:1 in San Marino hat gedrückt, da ist zur Pause, das war im Herbst, 0:0 gestanden. War ich auch mit dabei und
bin ich vor der Kabine gestanden in der Pause. Ja? Da hat es keine Halbzeit-Interviews gegeben und da war es laut. Da hat der Prohaska wirklich Tacheles geredet. Ja, das hat man sogar als Reporter mitbekommen. Hat man wirklich mitbekommen damals. Zu Recht. Und das ist man dorthin gefahren. Man hat natürlich gewusst, die Saison in Österreich noch nicht so lange. Die Spanier spielen durch. Und was dann abgegangen ist, das war eigentlich wie ein Film, ja? wie ein, man jetzt sagt, ein sportlicher Albtraum. Ja? Also das Langzeitgedächtnis funktioniert offenbar bei beiden Herrschaften noch wunderbar, weswegen wir jetzt zur Quizfrage schreiten können, meine Herrschaften. Bitte um, warten Sie, müssen den Schummelzettel daher halten. Bitte um die Aufstellung. Machen wir es zuerst auf die einfache Variante von Österreich. 27. März 1999, Valencia. Spanien gegen Österreich. Du musst mehr wissen als ich, weil du hast ja in dieser Mannschaft gespielt, damit ist das gleich für mich ein kleiner Joker. Ich muss noch eines dazu sagen. Der Herr Prohaska hat vor dem Spiel gesagt, du spielst heute gegen den Ursais. Der ist da auf dem Leib geschneidert. Der kann keinen Bäcker machen gegen dich. Die Torschützen fragen wir nachher ab, aber die Geschichte ist sicher lustig. Nein, aber darum sage ich. Und der hat aber dann gleich vom 16er reingekippelt. Wohlfahrt Franz. Ja. Genau, stimmt. Der hat im Tor gespielt. Ja. Dann sage ich, es hat gespielt ein Arnold Vettel, kann ich mich erinnern, weil er hat ein Eigentor erzielt. Das ist ein bisschen die uncharmante Art, weil wir nicht in der Verteidigung beginnen, aber gut, ist in Ordnung. Ja. Feiersinger. Ja. Pfeffer. Joker gezogen, 1-0 für dich. Ja. Schüttel. Na ja, klar. Ja. Damit war es schon mit den Verteidigern. Ja, genau. War das üblich damals nur, Manteca und Libero? Oder hätten wir gegen Spanien nicht ein bisschen vorsichtiger agieren können? Ist, dann muss ich schon relativieren. Wir haben zwar zu Beginn, wo wir halt hineinkommen sind in die Nationalmannschaft, haben wir Manteca noch gespielt. Allerdings, wenn sie zu viel gewechselt haben, dann waren wir im Raum. Und dann haben wir schon Raumdeckung gespielt. Also schon nicht in der Dreierkette, so wie es jetzt ist, sondern halt einen Libero dahinter, der halt noch eingreifen hat können, wenn irgendwas passiert ist. Also, Wolfhard, Feiersinger, Schüttel, Pfeffer. Dann Mittelfeld hätte ich gesagt. Czerny? Ja. Rechts Czerny, ja. Links Vettel. Kübauer? Kollege wäre wieder dran. Kübauer nicht. Nein. Pfeifenberger. Nein, Pfeifenberger, glaube ich, hat er gar nicht mehr gespielt. Ich sage im Zentrum hat der Andi Herzog offensiv gespielt. Ja. Also hätten wir noch hat zwei Mittelfeldler. Sturm Graz war damals sehr gut, denke ich einmal. Ja. Deswegen sage ich Günter Neukirchner von Beginn. Brilassen glaube ich nicht. Ich glaube eher Hannes Reinmeier. Ist eingewechselt worden für einen Mann, den ich so ehrlich gesagt auch nicht auf der Rechnung gehabt hätte. Nein. Nein. Aber der ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Den hätte ich nicht so. Haben wir da gehabt. Clubkollege von dir. Damals weiß ich nicht mehr. Damals wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ein ehemaliger Austrag. Ehemaliger Clubkollege. Aber auch ein ehemaliger Rapidler. Ja, Christian Prosenik. Ja, genau. Tatsächlich, ja. Für den ist dann Reinmeier in der 56. gekommen. Hätten wir noch die Solospitze namens? Solospitze namens. Ja. Und für den ist in der 70. gekommen, wer? Pastic. Meierleb. Das heißt, de facto war ja das nicht nur eine namhafte, sondern laut Papier auch eine schlagkräftige Truppe, oder? Also das, bis zu diesem Spiel die Aufstellung kann man ja herzeigen. Ne? Ja, aber... Es war auch mit einem schnellen Konterstürmer, Haas-Konterstürmer, dann Meierleb. Was hat euch der Herbert eigentlich vorgegeben? Ja? Das ist so lange her, aber... Was hat er uns vorgegeben? Der Herbert hat natürlich auch gewusst, dass die Spanier eine Weltklasse-Truppen sind. Aber natürlich auch verwundbar, hat die Partie auf Zypern gezeigt. Nur, was brauchst du einer Nationalmannschaft, die kurz vorher bei der WM war? Die Frankreich 2-2 gespielt hat im Sommer. Du brauchst da nicht so ins Detail gehen, dass du sagst, so und jetzt das und das. Sondern einfach, es war einfach... Er hat so gesagt, hinten ganz klar auf die Spitzen, die gehen neutralisiert. Und halt unser Mittelfeld muss halt schon schauen, dass wir halt da auch für Entlastung sorgen. Das hat dann überhaupt natürlich nicht mehr funktioniert. Weil wenn du halt einmal drei nach hinten nach bist, dann versucht da jeder irgendwie noch das Beste daraus zu machen. Nur
die hinten sind natürlich dann die ärmsten Hunde, weil... Weil die, sind, die Spanier sind wie eine Lawine. Und vor allem, das muss man dazu sagen, das ganze Dilemma dort war das, eine deutsche Nationalmannschaft hört irgendwann einmal auf, wenn es einmal 3-4-0 steht. Ja, die haben nicht aufgehört. Die Spanier haben nicht sind gefahren. Der Raul ist gefahren, sowas habe ich noch mal gesehen, der hat eine Partie gespielt. Und wir uns noch über die spanische Aufstellung drüber. Das wäre jetzt die Champions League, das Rätsel. Das wäre die Champions League, aber... Tor? Ja. Schwierig, ganz schwierig. Aber also man müsste schon zumindest 5-6 zusammenbringen, würde ich sagen. Das bringt, die bringen wir schon. Also im Tor. Im Tor. Ein Spieler von Barcelona. Nein, Canizares. Canizares, okay. Ja. Abwehr? Gut, den haben wir ja nicht oft gesehen. Das ist nur von der Weiden. Ja, den haben wir nur von der Weiden gesehen, genau. Hierro? Ja. Sehr gut, ja. Jero. Dann haben wir, warte mal, wie würden der kleine Kassen, der Außenbracker. Salgado. Ja, Salgado, Salgado genau. Mhm. Salgado, richtig. Guardiola? Den hätte Guardiola, ja. Guardiola hat gespielt. Na gut, das ist ja, ich meine, wenn gut, man schon eine namhaften Spielerin, der ist nicht vorbereitet. Es hat sich eingebrannt. Also mir fällt nur also die zwei Stürmer, eh klar. Ja, ja, ja. Ursaez und Raul. Wobei, welcher jeweils wie viele Tore gemacht hat? Drei. Hat der Raul hat vier. Raul vier. Und der Ursaez hat drei. Hat der zwei gemacht. Hat der Blonde von Valencia gespielt? Der ist eingewechselt worden. Mendieta. Ja, 71. Ja. Minute gekommen für Valeron. Dann hätte ich noch anzubieten, Marcelinho. Marcelinho, das war damals, glaube ich, dieser eingebürgerte Brasilianer. Ja. Sergi Echeverria, Valeron, Fran, Ursaiz und Raul. Okay. Herbert Prohaska ist schon angesprochen worden. Ja. Der spricht jetzt noch, angesprochen auf die Niederlage von seiner peinlichsten Niederlage in seiner Trainerlaufbahn. Habt ihr Schuldgefühle gehabt nachher ihm gegenüber? Weil mit seiner Teamchefkarriere war es dann natürlich auch vorbei. Mit meiner auch. Ja, jetzt kann man sagen, wer ist jetzt schuld an der ganzen Misere? Wer muss sich bei wem entschuldigen? Nein, ja. Es ist natürlich so, aber da gibt es ja noch eine schöne Episode, die vielleicht noch niemand weiß. Der damalige Assistent war der Erich Obermeier. Mhm. Ja, und der Herbert Prohaska wollte nach dem 6:0 zum Erich Obermeier was sagen und beigt sich so rüber zu ihm. Nur der war nicht mehr da. Der ist nach dem 6:0 aufgestanden und ist in die Kabine gegangen. Der wollte sich das nicht mehr antun. Und recht hat er gehabt, war immer so. Der war gar nicht mehr da. Der hat gewusst, was da jetzt kommt. War natürlich die letzte Partie für die beiden Herren, aber auch für den einen oder anderen aus unserer Mannschaft. Bist du dann zurückgetreten oder nicht mehr einberufen worden? Wie war das eigentlich? Ich bin nicht zurückgetreten. Da muss ich auch noch eine Geschichte erzählen. Du bist in Baric gekommen. Ja, genau. Aber der Herr Schöttl hat nämlich ein Abschiedsspiel bekommen. Jetzt weiß ich, dass ich kein Abschiedsspiel brauche, nur die Groteske an der Geschichte. Er hat jetzt genauso viel Länderspiel wie ich. Er hätte eines weniger gehabt, aber mit dem Abschiedsspiel hat er natürlich eines. Vielleicht kann man das nachträglich noch irgendwie behalten. Vielleicht kann der jetzige ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl für dich ein Abschiedsspiel arrangieren. Ja, genau. Das können wir ja gerne weitergeben. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich nehme an, so ein 0:9 ist natürlich auch journalistisch eine Herausforderung. Wie geht man danach in der Nachberichterstattung damit um? Beziehungsweise wer bestimmt, wie sehr wir jetzt auf die Spieler und auf den Trainer draufhauen dürfen? Naja, die Nachberichterstattung war eigentlich relativ klar. Man hat nach dem Spiel Live-Interviews gemacht. Wir haben dann, ich glaube, wir sind in der Nacht noch nach Hause geflogen, kann ich mich erinnern, oder am nächsten Tag in der Früh. Nein, in der Nacht sind wir noch nach Hause geflogen von dort. Keine Interviews und auch... Ihr wart im gleichen Flieger mit der Mannschaft. Ja. Aber ja. Wir haben dort schon im Flieger die Titelseite der Kronenzeitung gesehen. Die natürlich nur seriös gewesen sind. Sehr seriös, nur alle Spieler haben wir schon in Ausdruck. Das war die Sportwoche, bitte, das wird so. Zu unserer Verteidigung okay. Festgehalten, die, aber das stimmt. So quasi ja. Die Eierschäden kommen wieder retour, alle mit Calimera auf, war ein herrliches Bild. Ihr seid Feiglinge oder so, irgendwie ist da drauf gestanden. Und damals Wir haben kämpft wie die Löwen 10 Minuten vor Schluss, dass man nicht das 10. kriegt. Wolf hat damals, glaube ich, gesagt, mit mir in Hochform hätten wir nur 18 Mal verloren. Das war, hast, glaube ich, auch du gemacht, das Interview mit Wolf. Durchaus möglich. Wo ordnest du persönlich dieses 0:9 in deiner journalistischen Karriere ein?
Wenn ich jetzt sagen würde, ein Spiel wie jedes andere, stimmt es natürlich nicht, aber das hat vor allem damit zu tun, dass eben dieses Interview, wie dann Internet aufgekommen ist, wie Social Media aufgekommen ist, so einen Stellenwert bekommen hat. Und auch mich sprechen nach wie vor viele darauf an und sagen, naja, viel verändert hast du aber nicht. So wie danke, 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 freut mich, wenn man mehr kriegt. Und sonst ist es ein, so blöd es jetzt klingt, eine Episode in einer langen Reihe von vielen, vielen schönen Dingen, die ich mit dem österreichischen Fußball erlebt habe, auch weniger schönen Dingen, die ich mit dem österreichischen Fußball erlebt habe, aus sportlicher Sicht. Und das war sicher einer der weniger schönen Dinge. Wobei das Groteske war ja daran, dass man ja bis zuletzt hoffen konnte, diese Qualifikation zu schaffen. Man hat ein Spiel verloren, das war Differenz. Immer nicht vorbei. Es war gar nichts vorbei. Nur nach dem 5-0 dann in Israel war es dann tatsächlich vorbei. Aber da waren wir ja nicht mehr dabei. Aber vielleicht habt ihr dem österreichischen Fußball damals doch was Gutes getan, weil es ist ja so ein bisschen die These, mit dem 0:9 hat ein gewisser Umdenkprozess stattgefunden, im Sinne von mehr Fokus auf den heimischen Nachwuchs, die LAZ sind damals implementiert worden. Ist die These stichhaltig, eurer Meinung nach? Die ist stichhaltig. Und zwar auch gut so, für uns war es natürlich nicht positiv, aber für den österreichischen Fußball war es natürlich auch eine Katastrophe, weil es hängt ja sehr viel, wenn es der Nationalmannschaft gut geht, dann geht es dem österreichischen Fußball gut. Das ist meistens so. Ja. Und das war natürlich eine grabe Stimmung. Das war in den nächsten Tagen natürlich eine Katastrophe. Aber wie war es dann bei der, also du bist ja dann nicht mehr einberufen worden, aber wie darf man sich danach die Stimmung beim ersten Zusammentreffen vorstellen? Das war ja überhaupt eine ganz komische Partie, da hat es ja geheißen, Israel fahren dann, da war irgendein Kriegszustand oder ähnliche Geschichte dort, da haben sie dann viele Spieler einberufen, die dann nicht hingefahren sind, aber immer, das war ja ganz eine eigene Geschichte und dort hat man halt dann 5 Stück bekommen. Aber das Zwischenwagen, das Spiel gegen San Marino, das hat Österreich 7:0 gewonnen. Also das war diese Erwartungshaltung, kann man fast nicht sagen, weil es war dann Trainerwechsel und auf das wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Was das bewirkt hat auch, ist also für uns, für den ORF, für die ORF Sport- und Fußballredaktion schon sehr viel bewirkt, weil das war das letzte Spiel von Herbert Prohaska, der ist dann am nächsten Tag zur Pressekonferenz gegeben, da hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, und dann hat er, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber dann hat er halt bei uns angefangen, Experte zu sein. Ja. Aber jetzt muss man noch was dazu sagen. Der Pepper Mauhardt, Gott hab ihn selig, stimmt. Der hat zu ihm gesagt, wenn du weitermachen möchtest, dann mach weiter, ich halte das aus. Der hätte auch nach dieser Niederlage an ihm festgehalten. Weiter zu ihm gehalten. Aber der Herbert hat natürlich doch abgelehnt und wäre auch nicht mehr gegangen, meine ich. Toni hat uns noch was mitgebracht, das illustriert, welchen Kultcharakter dieses Spiel und diese Halbzeitanalyse inzwischen sich erarbeitet hat. Dankeschön, Manuel. Toni, was muss man über dieses schöne Stück Kunst wissen, wenn du ein bisschen was dazu erklären Was muss man hast? Wissen? Erstens einmal ist es natürlich eine Karikatur aus heutigen Tagen, nicht von früher, weil die Haare sind da schon ein bisschen grauer geworden. Den Felber hat er nicht der ganz Felber gut ist, hat auch keinen Hut aufgehabt. Aber ja, die Nasen ist ähnlich. Die Nasen ist ähnlich, ja. Vom Hubert Schorn eine Karikatur, der im Rahmen einer Buchpräsentation hat er das sozusagen mit eingebaut und ich habe mir gedacht, jetzt ist es 20 Jahre her, gehört zu mir dazu und ich würde das gerne für eine Versteigerung bei euch auf Krone TV oder im Social Media Das machen wir doch sehr gerne. Also spenden. Bitte auf unsere Facebook-Seite schauen, dort gibt es alle Informationen dazu. Ich meine Herren, da gleich eine genau, das müssen wir natürlich auch machen. Haben wir irgendwas zum Schreiben, damit das Ganze noch vielleicht gerade mal ansonsten der Alex schupft. Bitte walten Sie Ihres Amtes, Herr Pfeffer. Also, bitte sehr. Ein wunderbares Stück Fußballzeitgeschichte, würde ich sagen. Meine Herren, herzlichen Dank, gerne, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gratulieren kann man ja kaum zu so einem Jubiläum, nicht unter Anführungszeichen, aber man gedenkt trotzdem immer schmunzelt dieser Sache. Danke, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.